Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Wir wissen wieder nicht, ist das Video zu Ende, fängt es gerade an. Falls es anfängt, servus, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind normal immer donnerstags, kann aber auch sein, dass es nicht donnerstags ist. Wir wissen, Nadja, was wird gezeigt, oder? Keine Ahnung. Ich hoffe, es ging um Holz. Wir wissen es nicht. Ja, was ist, wenn das Video gerade anfängt? Achso, dann viel Spaß beim Zuschauen. Das Video geht jetzt los. Es ist wieder was weitergegangen. Nicht, dass ihr glaubt, ich schlafe die ganze Zeit. Ich habe das jetzt so raufgestellt und habe bemerkt, hier unten war noch einmal eine Leiste. Also das habe ich mir eigentlich schon vorgedacht. Aber da habe ich jetzt eine geschnitten, die werde ich noch auf dicke hobeln. Und das unten gefällt mir überhaupt nicht. Also ursprünglich hatte die keine Beine, das sieht man. Ich werde aber welche geben. Und zwei Farbmuster habe ich auch angestrichen, damit ich überlegen kann, welche Farbe ich das streichen werde. Als erstes hoble ich jetzt diese Leiste da nur ein, die passt nicht ganz. Natürlich wäre eine Hobelbank jetzt besser, aber die Hobelbank ist so verräumt, dass ich nicht dazu kann. Und was haben wir jetzt gesehen? Mit der Zwinge, das funktioniert überhaupt nicht. Eine Chance gebe ich hier noch. Ja, jetzt drehe ich das um. Also man kann auch hobeln, wenn man keine Hobelbank hat. Schauen wir, ob das hineinpasst. Es gehört noch was weg. Hier hoble ich gegen die Maserrichtung, das reißt ein wenig aus. Aber was soll ich tun mit dieser Zwinge? Mir bleibt nichts übrig. Jetzt passt das perfekt hinein. Die wird jetzt noch geschliffen, wenn ich sie rausbekomme. Und den Sockel werde ich auch gleich verleimen. Hier gehört noch einmal gehobelt. Da kann ich mir hier unten das hoffentlich herspannen. Werden wir gleich sehen, ob das funktioniert. Die Beine, das ganze Stück zusammenleimen. Habe ich mir schon das T-Shirt-Dreieck hergemacht, dass ich weiß, wie es kommt. Und dann werde ich Scheiben runterschneiden. Die Verletzungsgefahr ist natürlich viel geringer, wenn man das so macht. Ich habe drei verschiedene Zwingen gewählt, um meine Flexibilität und meine Vielseitigkeit hier zu demonstrieren. So, jetzt legen wir das her. Dass es nicht verrutscht, könnte man ein Lamello, einen Dübel geben, eine Nutfräsen, eine Zwinge mit Backel, alles Mögliche, dass es vorne bündig bleibt. Ich werde euch jetzt die Methode mit dem Schraube zeigen. Also ich halte es vorne bündig und drehe schräg diese Schraube hinein. Jetzt kann es nicht mehr verrutschen. Auf der anderen Seite mache ich dasselbe. Also man sollte Schrauben ansetzen können. Wenn man das kann, hat man schon sehr gewonnen. Bei so schrägen Sachen ist es immer sinnvoll, die Schraube gerade anzusetzen. Und in dem Moment, wo sie anzieht, dreht man sie schräg, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Aber das hat man jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Jetzt hält es eigentlich schon die Schraube. Jetzt bin ich bündig. Und jetzt gehe ich her und setze die verschiedenen Zwingen an. Sind Einhandzwingen. Und in der Mitte eine richtige Zwinge, wo man sagt, das ist eine Zwinge. Die macht jetzt auch wirklich Druck. Das setze ich in der Mitte an. Und jetzt hält das. Jetzt stelle ich das eine Weile auf die Seite, dann kann ich die Schrauben schon herausgeben. Ich werde diese Leiste jetzt noch schleifen. Diese Hobelspäne lasse ich liegen. Ich muss sagen, das beruhigt mich irgendwie sehr. Einmal noch testen. So gefällt mir das. Und jetzt werde ich das mit Leim und zwei Nägeln befestigen. Die Nägel, die ich jetzt gefunden habe, sind zu lang. Ich hätte kürzere irgendwo, aber bis ich die jetzt wieder finde, habe ich so schräg abgezwickt. Jetzt haben sie gleich wieder einen Spitz. Muss ich aufpassen, dass ich mir hier nichts schmutzig mache mit dem Leim. Passt hinten bündig, hier bündig, ein bisschen nach vor. Das ist das Wichtigste. So. Jetzt habe ich die Beine schon heruntergeschnitten mit der Kreissäge. Der Leim ist trocken. Jetzt werde ich die hier an diese Sperrholzplatte, also an diese Birkensperrholz,
oder wie sagt man, Multiplex, glaube ich, ja. Und jetzt zeichne ich mir hier an, wie die Füße hier aufliegen. Dann bohre ich mit einem 6 mm Bohrer vor, da ich 6x60er Schrauben nehme, um das zu befestigen. Und hier drehe ich die Schrauben ein. So, Schrauben versenken. Egal wie das hier aussieht, das sieht man dann später nicht mehr. So, jetzt drehe ich es noch 5-mal im Kreis, bis es passt. Hier dasselbe. Und jetzt bohre ich hier noch vor. Gebe 4x35er hinein. Da muss man messen, wie stark die Platte, die Bodenplatte an der Kredenz ist, dass die Schrauben innen nicht gucken. Dann halte ich mir das schön her. Ah, hier sehe ich, hier ist noch was im Weg und hier auch. So, und jetzt hat die Kredenz auch kleine Beine. Und beim Aufwaschen und so weiter kommt man hier nicht mit dem nassen Aufwaschtuch in Berührung. Jetzt ist eigentlich nur noch Streichen an der Reihe. Den Unterteil habe ich jetzt schon fertig gestrichen, also außen innen muss ich noch mit Knochenöl. Hier habe ich abgeklebt, dass es einen schönen Abschluss hat. Bei den Laden oben habe ich nicht abgeklebt, da habe ich so hineingestrichen. Da sieht man das nicht. Die Beine sind gestrichen. Hier die Leiste, Rückwand habe ich nicht gestrichen, hier habe ich auch abgeklebt. Ein Türl ist schon gestrichen, Rückseite wird nicht gestrichen, da kommt Knochenöl. Oberteil der Kredenz ist auch schon außen gestrichen, auch hier abgeklebt. Die Laden rundherum abgeklebt, dass, falls sie ein wenig herausschaut, dass man hier nicht das helle Holz sieht. Ansonsten wird es mit Knochenöl. Jetzt wird das Türl erst abgeklebt und dann wird es gestrichen. Hier die Kante immer sauber mit dem Stanley-Messer. Jetzt wird als erstes die Kante gestrichen. In dem Fall ist es der Falz. Das musste ich jetzt unterlegen, denn das Plastik unten ist schon voller Farbe von den letzten Türl. Und sonst würde auf der Innenseite, die eigentlich nur geölt wird, würde dann so Farbflecken sein. Das Abkleben ist zwar keine schöne Arbeit, aber es zahlt sich halt aus. Man erspart sich sehr viel Scherereien. Das ist so eine komische Platte, so eine Sperrholzplatte, ein recht altmodisches System. Und die ist von der Faserung her etwas grobbohrig. Jetzt streiche ich das einmal gegen die Faserrichtung, damit sich das wirklich fest, also dass sich die Farbe hineindrückt quasi. Regelrecht in die Bohren. Jetzt wird eingeglast. Hierzu nehme ich zuerst das Klebeband hier weg. Diese Lasur ist trotz Klebeband etwas hinuntergelaufen, also unter das Klebeband in das Holz hinein, das eigentlich geölt wird, aber das ist kein Problem. Einfach nachgeschliffen und schon ist der Abschluss wieder schön. Am Glas ist relativ viel der alten Farbe, das kratze ich einfach mit dem Messer herunter, so gut es geht. Das Glas war mit der rauen Seite nach außen
und die glatte Seite war innen. Dieses Profil, das hier war, gebe ich nicht mehr hinein, das gefällt mir nicht. Und jetzt kommen die Glasleisten. Die Glasleisten waren nur genagelt, das ist mir zu gefährlich. Ich will auf keinen Fall, dass das Glas zerbricht. Jetzt bohre ich das mit einem 3 mm Bohrer vor und lege das herein. Und das wird dann geschraubt. Hierzu habe ich schöne Schrauben und gut muss es sein. Dann kann man das auch wechseln, falls es nochmal restauriert wird, ohne dass es Probleme gibt und ohne dass man Angst haben muss, dass das Glas kaputt wird. Jetzt wird das Ganze noch abgeklebt, dass ich beim Streichen, die Überlegung war auch, ob es sinnvoller wäre, vorher zu streichen, aber da muss ich wieder so lange warten, bis das Öl trocken ist, bis ich das zusammenbauen kann. Jetzt klebe ich das ab, das dauert eine Minute und ich kann quasi fertig machen. Jetzt kann ich hier streichen, ohne dass das Glas schmutzig wird. Knochenöl, das ist meiner Meinung nach das Öl, das am wenigsten Geruch hat. Das ist innen in Kästner nicht schlecht. Man kann Kleidung oder ähnliches relativ schnell hineinlegen, ohne dass man Fettspuren hat. Man kann es auch ohne Klebeband, wenn man so nach außen streicht, denn das Fett ist sowieso, also dieses Öl ist sowieso heimtückisch, das zieht sich so hinter das Abklebeband hinein, dass es wahrscheinlich sinnvoller ist, man gibt gar keines. Ein Dürl habe ich jetzt angeschlagen, so alte Dürl sind relativ super anzuschlagen. Hier unten ist so eine Eisenplatte drinnen, die sieht so aus mit einem Dorn und hier war es genagelt. Ich habe es geschraubt, denn es ist einfacher, wenn man das schraubt. Die Schraube sieht man sowieso nicht, weil das quasi unten ist. Hier ist das so eingestemmt, auf der anderen Seite muss man es herausnehmen, damit man quasi das Dürl schön anschlagen kann. Ich werde euch das jetzt zeigen. Jetzt hier oben muss man mit dem Dorn in das Loch dann hineinschlagen. Dann hält das schon mal halbwegs. Und dann muss ich hier unten das herein und dann ist das unten jetzt im Loch. Und jetzt kann ich das quasi so in diesen Auslass hineinschlagen, dass es passt. Jetzt mit dem Hammer noch einen Dutscher und es ist drinnen. Und jetzt gehe ich mit der Schraube genau ins alte Loch, dann passen alle Einstellungen. Das war nur einmal genagelt, hier wäre zwar ein zweites Loch, aber da kommt man nicht hin. Ja, da müsste das Dürl etwas mehr heraus sein, dann würde auch das zweite gehen. Wie das erste Mal angeschlagen wurde, das sollte relativ streng gehen, wird es oben angeschlagen, dass die Luft passt und dann wird hier unten herausgezogen, geschaut, dass die Luft in der Mitte passt und wenn man es hineinschiebt oder herausschiebt, ändert man die Luft in der Mitte quasi. Denn wenn ich es jetzt weiter herausgeben würde, würde das Dürl unten herauskommen. Und wenn ich es weiter hineinschiebe, also weiter nach unten, dann würde es in die andere Richtung gehen. Und so einfach ist das Prinzip von dem System hier. Und so sieht das jetzt aus. Das lasse ich aber offen. Ah, das hat sich schon eingehängt hier. Bevor man das Dürl anschlägt, immer kontrollieren, ob unten das Ganze hineingeht, der Zapfen. Denn ansonsten ist es sinnvoll nachzubohren, sonst wird es sehr knapp. Jetzt hole ich das zweite Dürl. Oben ist es jetzt drinnen. Jetzt stecke ich hier das hinein und schiebe das über die Nut.
so hinein, bis es passt. So, jetzt mache ich eine Kontrolle, das ist relativ streng. Das ist auch gut so, dann kann man das probieren. Okay, das passt ganz genau so. Vorsichtig auf, nicht verrutschen. Jetzt die Schraube genau. So, hier würde sich, nein, geht sich auch nicht aus, unten ein zweiter. So, und was ist hier? Das Klebeband. Jetzt habe ich gleich was vergessen. Hier habe ich die Rosette nicht montiert. Die Nägel habe ich mir natürlich alle aufgehoben. Soll ja so original wie möglich sein. Jetzt hält das auch. Und jetzt ist noch das Problem mit dem Schloss hier. Hier unten war ein Schloss, aber kein Schlüssel mehr. Und jetzt habe ich einen gefunden, so einen Möbelschlüssel. Wichtig ist, dass er hier ein Loch hat, dass er hier auf diesen Zapfen raufgeht. Und jetzt schleife ich das so zu, dass er hineinpasst mit der Feile. Und dann haben wir einen Schlüssel und man kann das alte Schloss wieder benutzen. Hier habe ich ein bisschen WD-40 hineingegeben zum Reinigen und anschließend mit einem Griechöl nachgesprüht, dass es wirklich gut schmiert und dass es wieder funktioniert. Es springt so nicht zurück. Werde ich noch einen Schuss Öl geben. Also der Schlüssel passt jetzt, aber das Schloss bleibt irgendwo hängen und geht dann nicht zurück. Also wenn man zwei Umdrehungen sperrt. Wenn man eine sperrt, ist das kein Problem. Bei zwei Umdrehungen schnappt das nicht ein. Das will ich aber jetzt nicht aufmachen, diese Nieten, und schauen, was da los ist, sonst richte ich eventuell mehr Schaden an. Ich werde einfach einen Stopper, einen Nagel geben, dann ist hier ein Stopper und falls man weiter drehen will, schafft man das gar nicht. Beim Schloss zuerst den Schlüssel hineingeben, probieren, ob es schließen geht und dann anschrauben. Sonst, wenn man das einfach anschraubt, kann sein, dass gar nichts passt. Jetzt wird das natürlich nicht schließen. Okay, jetzt muss ich hier schauen, wie viel Luft ist. 6 mm. Jetzt muss ich hier eine Leiste geben mit 6 mm. Und dann schließt das. Jetzt habe ich mir sowas heruntergeschnitten, angefasst seitlich, damit der Zapfen quasi, der Dorn oder wie man das sagt, hierher geht und sowieso nicht weiter hinein kann, dass sich die zweite Umdrehung quasi gar nicht ausgeht. Also, das ist der Plan. Hier habe ich meinen Strich gemacht, das lasse ich vorne einen Millimeter vorschauen. Gerade habe ich festgestellt, dass diese Rosette, also die Abdeckung für den Schlüssel da, dass die Schrauben sehr locker waren und dass das eigentlich nicht stabil gesessen ist. Und da gibt es auch einen super Trick, wenn die Bohrungen quasi schon vorhanden sind. Man nimmt sich einfach ein Holz, steckt es in die Bohrung hinein. Das zweite Loch mache ich dasselbe, ein wenig Leim. Leim müsste gar nicht sein, aber ich habe so viel. Jetzt ist es natürlich so, dass die Schraube jetzt halten muss. Also das ist jetzt gesetzlich fast schon so eine EU-Vorschrift. Jetzt geht das deutlich strenger und jetzt hält das auch. Projekt Kredenz erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, dieses Projekt hat euch wieder Spaß gemacht. Es war sehr nervenaufreibend, diese alte Farbe runterbringen. Aber was soll man tun? Wenn man es schön haben will, muss man leiden. Ich sage danke, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir sehen uns sicher wieder beim nächsten Mal. Und tschüss, Papa. Abonnieren, Daumen rauf, wenn es gefallen hat. Wenn es nicht gefallen hat, zur Bestrafung auch Daumen rauf. Tschüss, danke.